Bei Elganan, jetzt bin ich schon sechs. Guten Abend, Countess. Oh, der Champion von Kirkwall. Wie wundervoll. Ihr ehrt diesen Ausalt. Ich werde uns Erfrischungen bringen lassen. Talia? Oh, das Mädchen ist so langsam. Lasst uns doch etwas plaudern, während wir warten. Das ist kein Höflichkeitsbesuch. Ich bin wegen eures Sohnes Emil hier. Emil? Ja, natürlich. Die Templer haben sich kürzlich nach unserem armen Jungen erkundigt. Ich habe Emil nicht mehr gesehen, seit er zum Zirkel gebracht wurde. Er war damals erst sechs. Ihr könnt den Templern sagen, sie sollen sich keine Sorgen machen. Emil wird sich bestimmt schon bald selbst stellen. Er ist ein guter Junge. Tulsi! Was habt ihr getan? Ihr hättet dem Jungen sagen sollen, er soll sich der Gnade der Templer ausliefern. Guillaume, Liebling! Hört auf mit diesem Liebling, Dulci. Er hat herum erzählt, dass er unser Sohn ist, dass ihr ihm Gold gegeben Guillaume, habt. Guillaume, Liebling, wir haben Gäste. Ich bin die beste Chance eures Sohnes, Gnade von den Templern zu erfahren. Gnade? Sie würden ihm doch nicht wirklich wehtun, oder? Oh, ihr hättet sein Gesicht sehen sollen. Es hat mir das Herz gebrochen. Ich habe ihm ein wenig Geld gegeben. Nicht zu viel, natürlich. Er hat gesagt, er wolle ein neues Leben anfangen. Ein neues Leben? Er verbringt sein neues Leben in den Tavernen der Unterstadt und betrinkt sich mit billigem Wein. Es grenzt an ein Wunder, dass die Templer ihn noch nicht gefunden haben. Bitte helft uns, Champion. Emil ist kein Blutmagier, sondern einfach nur ein törichter Junge. Lass nicht zu, dass die Templer ihn töten. Ein Blutmagier? Oh, Guillaume, sag das nicht! Bitte, rettet meinem Sohn das Leben. Wenn es eine Möglichkeit gibt, Emil zu helfen, finde ich sie. Ich danke euch, Champion. Ein Bekannter hat Emil vor nicht allzu langer Zeit im geengten Mann gesehen. Er müsste immer noch dort sein. Im geengten Mann? Oh! Aber das ist so ein schmutziger Ort. Komm, Dulci. Vielleicht solltet ihr euch ein wenig inlegen. Sie sind so orlaisianisch. Folgt meinem Beispiel! Ah!
Ich würde ja gerne Herzchen, aber ich kann nicht. Emile de Lancey? Wow! Seid ihr eine Magierin? Ihr habt mir nämlich gerade eben den Atem weggezaubert. Ich bin tatsächlich eine Magierin. Ich auch. Manche sagen, ich wäre ein Blutmagier. Ich bin gefährlich. Ihr steht doch sicher auf Gefahr, oder? Hat er gerade Fremden einfach so erzählt, dass er ein Blutmagier ist? Das würde nicht einmal ich tun. Dieses Riesenbaby ist den Templern entwichen? Ein Jahrhundertverbrechen. Eine Runde auf mich? Ich bin Emil, wie ihr wisst. Und ihr seid? Man nennt mich den Champion von Kirkwall. Ich habe euch gesucht, Emil. Oh Mist, ich weiß, worum es hier geht. Ich bin gar kein Blutmagier. In Ordnung? Ich habe das Gerücht nur aufgebracht, weil ich dachte, dass ich dann gefährlich wirke und charmant. Dürfte es nicht eher eine Panik auslösen und euch die Templer auf den Hals setzen? Ich habe es nur in der Taverne erzählt. Und nur Frauen. Ihr versteht das nicht. Ich kam zum Zirkel, als ich 6 war. 6! 20 Jahre war ich eingesperrt. Hatte nie was Richtiges zu trinken und hab mir nie selber was gekocht. Stand nie im Regen, küsste nie ein Mädchen. Ich wollte nur ein bisschen leben. Wenn ihr mich töten wollt, bitte. Ich sterbe lieber betrunken. Emil will sich einfach nur ein wenig ausleben. Warum helft ihr ihm nicht dabei, Isabella? Ihr meint doch nicht etwa... Nein, nein, er ist widerlich. Ich brauche eure Hilfe nicht, um mich zur Hure zu machen. Vielen Dank. Die Comtesse hat euch das Geld gegeben, um aus Kirkwall zu fliehen. Vergeudet es nicht. Ihr lasst mich gehen? Ich kann den Templern sagen, ihr wärt tot, aber ihr müsst sofort gehen. Ich glaube, heute Nacht geht noch ein Schiff. Ich werde an Bord sein. Danke. Eines Tages werde ich mich dafür revanchieren, das verspreche ich.